pandemische Vorbemerkung. Peter Sloterdijk sagte einmal, dass die Verweigerung, die Gefahr anzuerkennen, die von der Pandemie ausgeht, der Haltung ähnelte, die die Vertreter der Theorie einer flachen, scheibenförmigen Erde einnehmen. Beide Mal wird das unsichtbar Wirkende geleugnet und eine fantastische, ins Groteske gehende Spekulation an die Stelle der Phänomene gesetzt. Bevor ich meinen kleinen Vortrag beginne, möchte ich mich ausdrücklich von den grotesken Philosophien distanzieren, die in Bezug auf die Pandemie verbreitet werden. Vielleicht ließe sich das Ganze auch so sagen. Nietzsches Zarathustra dachte einmal daran, mit Wahnsinn zu impfen. Heute ist es für die Philosophie eher an der Zeit, mit Normalität zu impfen. Meine Damen und Herren, Denker von Rang stellen Phänomene dar, die sich einer Darstellbarkeit entziehen. An ihnen bewahrheitet sich, auf eine Wendung Heideggers anspielend, dass wer Große denkt, groß irrt. Sie weichen den Gedanken aus, die sie denken wollen. Nietzsche gab einmal den Hinweis, dass man einen Denker am besten durch drei Anekdoten charakterisiert. In Bezug auf Peter Sloterdijk, um den es in den nächsten 20 Minuten gehen soll, ließe sich dann vielleicht anmerken, dass er ein passionierter Radfahrer ist, dass er neulich in einem Interview gesagt hat, zum Schlafen gehen, nehme ein paar Baldrian-Tropfen und lese 10 bis 20 Seiten Klassiker. Ließe sich auch anmerken, dass er einmal in einem Ashram in Pune war, bei Osho, oder dass er ein Libretto geschrieben hat für eine Oper. Um Sloterdijks Philosophie zu charakterisieren, ließe sich aber auch auf die Tradition hinweisen, zu der er sich zugehörig fühlt und zu der man ihm zählen kann. Auch wenn der spätere Direktor des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien die normalen akademischen Weihen empfing, er begann und blieb auch bis heute immer eine schriftstellerische Existenz. Dieser Typus des philosophischen Autoren bildete sich um 1800 heraus. In der Abgrenzung zu einer mechanistischen Aufklärung, zu den politischen Manien im Gefolge der Französischen Revolution, beginnt sich zunächst in der Frühromantik eine Art Philosophie zu entwickeln, die ihre Verständnisversuche sowohl an der eigenen fühlenden Existenz als auch einer lebhaften Rhetorik orientiert, die diese Existenz auszudrücken in der Lage ist. Fichte hatte dafür die Legitimationsbasis geschaffen, indem er Subjektivität denkbar machte als eine Indifferenz, die sich durch eigene Animierungen selbst zu bestimmen in der Lage sei. Philosophisch hieß es: Wer es vorzieht, kein bloßes Stück Lava vom Mond zu sein, der zeige sich als ein zur Selbst- und Fremdbegeisterung fähiges Subjekt. Vorstellbar wurde damit eine Konzeption von Autonomie als Kreativität, die nicht als bloße Willkür zu bewerten sei. In der Ausgelassenheit der eigenen Einfälle ließ sich nun die Wucht höherer Kräfte, hier vor allem die schöpferische Natur, vermuten. Dass in einem aber wirklich höhere Kräfte am Werk sind, dessen konnte man sich nie sicher sein. Daher wird aus Descartes sicherer Basis eines vorstellenden Denkens, das das neuzeitliche Denken beherrschte, in der Moderne ein ironisches Denken. Philosophie stellt damit nicht nur die Außenwelt in Frage, sie stellt auch ihr eigenes Infragestellen in Frage und lässt sich aus dieser doppelten Skepsis zu provisorischen Konzepten verführen. Aus der Note Haltlosigkeit wird die Tugend des Spiels. Philosophie entdeckt die gewagte These, das lässige Behaupten, die Freude an der Abschweifung, den Sinn für das Uneigentliche. Durch die romantische Ironie wird die Autonomie des modernen Subjekts weiterentwickelt zu einer Durchlässigkeit für Animationen. Hatte Kant die Aufklärung definiert als selbstständiger Gebrauch des eigenen Verstandes, so begreifen die Geister der Frühromantik, animiert von Fichte, diese Konzeption in einem erweiterten Sinne. Aufklärung wird zum produktiven Gebrauch der subjektiven Offenheit und der kooperativen Kompetenz für objektive Kräfte, die sich einem zur Geltung bringen können. Damit lockert sich der Begriff von Wirklichkeit. Friedrich Schlegel schreibt: Es gibt Wirklichkeit, die man nicht besser behandeln kann, als indem man sie wie Poesie behandelt. Feindschaft, sogenanntes Unglück, Missverhältnis. Dergleichen Poesie gibt es sehr viel in der Welt. Alle Mitteldinge zwischen Mensch und Sachen sind Poesie. Theoretisch und artistisch muss sich der Mensch auf jede beliebige Weise stimmen können.
Mit diesem Wirklichkeitsbegriff wird auch das eigene Leben zu einer Art Kunstprojekt. Nuvalis schreibt: Alle Zufälle unseres Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir wollen. Wie viel Geist hat, macht viel aus seinem eigenen Leben. Jede Bekanntschaft, jeder Vorfall wäre für den durchaus Geistigen erstes Glied einer unendlichen Reihe, Anfang eines unendlichen Romans. Damit ist nicht nur ein produktiver Egoismus gemeint, sondern Nuvalis versteht das auch als Grundlage, als Bedingung der Möglichkeit von starken Beziehungen. Er schreibt: Nur insofern der Mensch also mit sich selbst eine glückliche Ehe führt und eine schöne Familie ausmacht, ist er überhaupt ehe- und familienfähig. Akt der Selbstumarmung. Diese Form der Philosophie, die man als Autorenphilosophie beschreiben kann, wurde von der offiziellen Professorenphilosophie misstrauisch beäugt. Es war vor allem die das akademische bestimmende Gestalt Hegels, die die romantische Subjektivität als eine Unfähigkeit zum Allgemeinen abkanzelte. Hegel war der Gegner des wilden Denkens. Sein Wille zum System, das alles gedacht und alles verstanden hatte, aber nicht alles verzeihen konnte, positioniert sich gegen die Launen eines freischwebenden Denkens. Die Arbeit des Begriffs vollzieht Philosophie, als errichtete sie Pyramiden. Wobei Hegel noch das besondere Selbstbewusstsein besaß, dass er glaubte, mit seinem System des Pyramidenbauen an ein endgültiges Ende gebracht zu haben. Sein Denken läutet den Sonntag der Erkenntnis ein. Gegen diese Sonntagsruhe des absoluten Geistes positioniert sich eine Philosophie, die es versteht, ihre eigene Existenz immer wieder zum anregenden Mittelpunkt ihres Denkens zu machen. Wenn Heine dichtete: Aus meinen großen Schmerzen mache ich die kleinen Lieder, so könnten die modernen Autorenphilosophen formulieren: Aus meiner banalen Langeweile mache ich die interessanten Gedanken. Durch diese etwa um 1800 einsetzende Philosophie kommt es über 2000 Jahre nach Platons romanhaften Dialogen zu einer erneuten, rhetorisch ansprechenden philosophischen Prosa. Ab jetzt wird Philosophie wieder lesbar. Namen wie Heine, Kierkegaard und vor allem Nietzsche verkörpern diesen Typus eines Denkens, der im 20. Jahrhundert durch Musil, Valéry, Camus, Bloch, Adorno und Heidegger fortgeführt wird. Sloterdijk lässt sich als Erbe dieser Art des Denkens begreifen. In einem Dialog mit Hans-Jürgen Heinrichs, der als Buchversion erschien, mit dem Titel Die Sonne und der Tod, äußert Sloterdijk: Die jüngere Literatur und Medientheorie redet über den Autor wie über eine neurologische Schreibmaschine, und das entspricht manchmal der Selbsterfahrung in autorialen Positionen. Ich würde mich am liebsten mit einem Klavier vergleichen, das plötzlich von selber zu spielen anfängt. Ein automatisches Klavier des Zeitgeistes. Ich nehme Stimmungen leicht auf, aber ich sortiere ziemlich streng. Das Besondere an der Autorenphilosophie Sloterdijks ist zunächst eine Abkehr von der Philosophie Adornos. Mit Nietzsche wendet er sich gegen die dogmatische Trauerstimmung, die die Situation des Kalten Krieges bestimmte und die eine starke Affinität zum Denken der kritischen Theorie besaß. Dies ist der innere Impuls, der sein erstes Hauptwerk, die Kritik der zynischen Vernunft, durchzieht, das bis heute immer noch sein erfolgreichstes Buch geblieben ist. Darin schreibt der damals 36-jährige Sloterdijk, gleich am Anfang: Sensible Theorie ist etwas Suspektes. Tatsächlich hatten ihre Begründer, Adorno in erster Linie, einen exklusiv verhängten Begriff von Sensiblen, eine niemals rationalisierbare Voraussetzung höchster seelischer Reizbarkeit und ästhetischer Schulung. Ihre Ästhetik ging knapp an der Schwelle zum Ekel vor allem und jedem entlang. Kaum etwas, was in der praktischen Welt vorging, tat ihr nicht weh und blieb vom Brutalitätsverdacht verschont. Alles war für sie irgendwie komplizenhaft an das falsche Leben gekettet, in dem es kein richtiges gibt. Vor allem beargwöhnte sie, was nach Lust und Einverständnis aussah, als Schwindel, Rückfall und falsche Entspannung. Politisch und nervlich gründet die ästhetische, die empfindliche Theorie in einer aus Leid, Verachtung und Wut gemischten Vorwurfshaltung gegen alles, was Macht hat. Sie stilisiert sich zum Spiegel des Weltbösen, der bürgerlichen Kälte, des Prinzips Herrschaft, des schmutzigen Geschäfts und seines Profitmotivs. Die Welt des Männlichen ist es, der sie sich kategorisch verweigert. Sie inspiriert sich aus einem archaischen Nein zur Welt der Väter, der Gesetzgeber und der Geschäftemacher. Ihr Vorurteil lautet,
dass aus dieser Welt nur böse Macht gegen das Lebendige kommen könne. Hierin gründet die Stagnation der kritischen Theorie. Die Offensivwirkung des Sich-Verweigerns hat sich längst erschöpft. Das masochistische Element hat das Kreative überflügelt. In der sensiblen Kritik ist ein lebendes Ressentiment zu benennen. Die Verweigerung speist sich aus einer Urwut gegen Männlichkeit, jenen zynischen Tatsachensinn, den Positivisten, die politischen wie die wissenschaftlichen, in den Tag legen. Adornos Theorie revoltiert gegen die mitmacherischen Züge, die in der praktischen Gesinnung haften. Mit begrifflichen Gleichgewichtskünsten versuchte sie, ein Wissen zu konstruieren, das nicht Macht wäre. Sie nahm Zuflucht im Reich der Mütter, bei den Künsten und verschlüsselten Sehnsüchten. Defensives Denken kennzeichnet ihren Stil. Der Versuch, ein Reservat zu verteidigen, wo sich Glückserinnerungen exklusiv mit einer Utopie des Weiblichen verbunden haben. Glück ist immer nur als Verlorenes zu denken, nur als schöne Fremde. Mit dieser Analyse der kritischen Theorie nabelt sich Sloterdijk 1983 von der Denkrichtung ab, in der er groß geworden ist. Er kann die Sphäre Adorno aber nur verlassen, weil er beginnt, sich in einer neuen Sphäre einzuwohnen. Ausgehend von seiner Erfahrung, die er im Ashram in Indien Ende der 70er Jahre machte, orientiert sich Sloterdijk neu. Intellektuell kommt es zu einer Entdeckung von Heideggers Denken. Schon in der zynischen Kritik spricht Sloterdijk ungefähr in der Mitte des Bandes davon, dass es eine heideggersche Linke gebe. Diese lebe, so Sloterdijk, aus der Einsicht, dass es dem Lebendigen nur auf sich selbst ankommen kann. Die in keiner Weise mehr einem naiven Glauben hängt, Vergesellschaftung wäre das Allheilmittel gegen die Missstände der Modernität. Heidegger habe dabei als erster die utopisch-moralischen Großtheorien des 19. Jahrhunderts gesprengt. Entscheidend ist hierbei, dass Sloterdijk Heidegger reformuliert. Er versucht, die von Heidegger geringschätzig beiseite gelassene Anthropologie zu nutzen, um eine präzisere Konzeption des In-der-Welt-Seins zu ermöglichen. Sloterdijk nimmt dabei die Spur auf, die Hannah Arendt in ihrer politischen Theorie legte. Leben ist demnach nicht allein aus seiner Sterblichkeit zu begreifen, vielmehr das Thema der Gebürtigkeit die zentrale Rolle zu spielen. So ist es dann weniger das Leben der Menschen, das mit dem Wissen der eigenen Sterblichkeit beschattet ist. Vielmehr rückt durch die Akzentuierung der Geburt das Leben als Leben auf einer Welt, die einen überdauern wird, in den Mittelpunkt. Das sich Zeigen der Welt, zu der man durch sein Leben kommt, verdrängt die Sicht auf ein Leben, dessen Dauer begrenzt ist. In diesem Sinne ist das Motto von Brecht zu verstehen, das Arendt für ihren Hauptwerk Vita Activa wählte. Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal, war der Himmel noch so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wunderbar, wie ihn Baal einst liebte, als Baal war. Für Hannah Arendt führt diese Betonung der Gebürtigkeit im Sinne von Aristoteles als Gebürtigkeit von sprechenden Wesen, die in einer Gemeinschaft leben, von der Philosophie weg. Sie begründet damit ein politisches Denken und stellt die Gebürtigkeit im Sinne einer Politik, eines Vita Activa, als tätiges Handeln in einer Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Sloterdijk orientiert sich stärker an Heidegger. Er versucht, dessen Konzept eines In-der-Welt-Seins so auszuweiten, dass es mit der Fokussierung der Existenzialität auf die Perspektive der Gebürtigkeit vereint werden kann. Daraus entwickelt er das Konzept eines Zur-Welt-Kommens. Subjekte sind demnach nicht einfach da und entwickeln dann, geprägt durch Grundstimmung, so war es bei Heidegger in Sein und Zeit, 1927 erschienen, ein Bewusstsein ihres Sein zum Tode. Dasein ist aber nicht als ein In-der-Welt-Sein, als Wissen um sein Sein zum Tode, sondern Dasein ist eine Dynamik des Zur-Welt-Kommens. Und diese geschieht in Stimmung, die wie Klimaanlagen oder Brutkästen Leben imprägnieren. Das Subjekt wächst in Räumen aus Animationen. Und diese Räume aus Animationen sind durch Traditionen geprägt und laufen vor allen Dingen in kleinen Gruppen, in der Kleinfamilie ab. Oder auch im Freundeskreis.
Dieses Zur-Welt-Kommen passiert also in starken Beziehungen. Sloterdijk nennt diese starken Beziehungsräume Sphären. Zur-Welt-Kommen geschieht in Sphärensein. Ich zitiere aus Sphären 1. Nur in Innenraum bildenden Immunstrukturen können Menschen ihre Generationsprozesse weiterführen und ihre Individuation vorantreiben. Noch nie haben die Menschen unmittelbar zur sogenannten Natur gelebt und erst recht haben ihre Kulturen niemals den Boden dessen betreten, was man die nackten Tatsachen nennt. Sie haben ihr Dasein immer schon ausschließlich im gehauchten, geteilten, aufgerissenen, wiederhergestellten Raum. Sie sind die Lebewesen, die darauf angelegt sind, Schwebewesen zu sein, wenn Schweben bedeutet, von geteilten Stimmungen und von gemeinsamen Annahmen abzuhängen. Somit sind die Menschen von Grund auf und ausschließlich die Geschöpfe ihres Interieurs und die Produkte ihrer Arbeit an der Immanenzform, die ihnen unabtretbar zugehört. Sie gedeihen nur im Treibhaus ihrer autogenen Atmosphären. Der Begriff Sphären ist dabei nicht nur Sloterdijks Name für ein erweitertes Konzept von Heideggers in der Weltseins, es ist zugleich der Name für sein Hauptwerk, das in drei Bänden das Sphärische zur Welt kommen beschreibt und nachzeichnet. Im letzten Band dieser Sphären-Trilogie kommt Sloterdijk auch auf ein Modell zu sprechen, das die Minimalbedingung eines guten menschlichen Lebens beschreibt. Hat Heidegger noch gelernt, dass die Sprache des Haus des Seins sei, so attestiert Sloterdijk dieser Überlegung seine Berechtigung, aber nur unter einer Steigerung ihrer Komplexität. Humanes Wohnen geschieht demnach durch eine neunfache sphärische Stimulierung. Das gute Leben kommt in neun Sphären zur Welt. Diese Treibhäuser und Biosphären fasst Sloterdijk zusammen als das zuhandene Zeug, der tönende Raum, die generalisierte Mutterwelt, die Verwöhnungssphäre, das Feld der Wünsche und des Begehrens, die Kooperation mit den anderen, die Beanspruchung durch die Wahrheit, die Heimsuchung durch die Götter und die Spannung der Gesetzesforderungen. Sloterdijk fasst zusammen, in diesen Treibhäusern werden Lebewesen mit dem unvergleichlichen Merkmal Weltoffenheit herangezogen. Mit diesem psychologisch-existenziellen Schalenmodell liefert Sloterdijk eine aktualisierte Version der metaphysischen Kosmologie. Seine Analysen lassen ihn dann die Metaphysik neu interpretieren. Anders als Heidegger sieht er sie dabei nicht als Verstellung des In-der-Welt-Seins, sondern als unabdingbare Voraussetzung, die nicht explizit reflektiert wurde, eines In-der-Welt-Seins. Er schreibt: Mit der Physik ist eine Antwort auf Weltoffenheit. Weltoffenheit kann nur durch sphärische Sicherungen lebbar gemacht werden. Sicherungen sind ihrerseits immer von Neuem am Offenen zu orientieren. Dieses Zitat macht noch einmal deutlich, wie Sloterdijks Denken sich an zwei Polen ausrichtet. Zum einen die existenzielle Weltoffenheit, die er mit Heidegger als eine gestimmte begreift, und der Gedanke einer sphärischen Bewohnbarkeit dieser Offenheit durch neunfache starke Beziehungen. Sphären sind hingegen auch als Schutzfunktion vor der Weltoffenheit zu begreifen. Daher wird für Sloterdijk der Begriff der Immunologie zentral. Die gestimmte Weltoffenheit und die sphärische Immunologie verbinden sich bei Sloterdijk insgesamt zu dem Projekt, den Begriff der Wirklichkeit neu zu akzentuieren. Ganz im Sinne von Nietzsches Umwertung der Werte versucht eine Umstimmung der Stimmung, die durch das metaphysische agrarische Zeitalter bislang das Denken und die Auffassung von Wirklichkeit bestimmt haben. In dem Essay »Was geschah im 20. Jahrhundert« aus dem gleichnamigen Buch, der den Untertitel trägt »Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Vernunft«, fasst Sloterdijk seine eigene Philosophie folgendermaßen zusammen. Der sphärologische Denkansatz stützt sich auf eine Hermeneutik der antigraven oder entlasteten Existenz, die einen destruktiven und einen konstruktiven Teil umfasst. Während in konstruktiver Sicht von der Entdeckung der atmosphärischen Tatsachen und der verdeckten immunsystemischen Realitäten die Rede ist,
widmet sich die allgemeine Theorie der Antigravitation und Entlastung mit ihrem destruktiven Elan den ideologischen Fabrikationen, die seit den Tagen der französischen Revolution den Menschen auf die ontologische Galeere der Moderne anschmieden. Die Galeeren des Mangels, der Not, der Ressourcenknappheit, der Gewalt und des Verbrechens. Im Kern all dieser Theorien, die zumeist als Anthropologien, als Ökonomien und als Theorien der kargen Natur auftreten, lassen sich Aussagen über das Reale, alias die Natur oder die Geschichte, nachweisen, die den Bereich der menschlichen Freiheit auf die zögernde Geste der Unterwerfung unter das Gesetz des Realen beschränken. Im Jahr 2004 hat Sloterdijk seine Sphärentrilogie abgeschlossen. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte er noch einen, wie er selbst sagte, inoffiziellen vierten Band zu diesem Sphärenprojekt, der da lautet Im Weltinnenraum des Kapitals. Seit dieser Zeit politisiert sich Sloterdijks Denken deutlicher. Dazu passt auch die Veröffentlichung eines Buchs über Ethik, das den Titel trägt Du musst dein Leben ändern. Zentral sind in diesem Buch die Begriffe Übung und Vertikalspannung. Das Buch ist eine Werbung dafür, die sphärische Existenz unter eine Eigenspannung zu versetzen. Dies geschieht durch ein ritualisiertes Üben, mit dem man sich Tag zu Tag verbessern kann. Damit tritt die Sichtweise auf die Übung als ein Zwangscharakter, der die Freiheit eines Individuums unterdrückt, in den Hintergrund. Die Übung erscheint jetzt vielmehr als ein Einspielen von guten Gewohnheiten, mit dem das Subjekt an zusätzlicher Freiheit und Virtuosität gewinnt. Attraktiv wird eine solche Lebensform durch Werke und vorbildliche Leistungen, die das Charisma einer Höhe auslösen. Diesen Sog des Besseren oder des Höheren nennt Sloterdijk Vertikalspannung. Sie sorgt dafür, dass sphärisches Leben nicht einfach nur überlebt, sondern sich weiterentwickelt, sich steigert, komplexer wird, feiner wird, nuancierter. Durch Vertikalspannung gibt es gespannte Sphären. Deren Architektur lässt sich mit einem der schönsten Sätze von Sloterdijk erklären. Er schreibt in dem Buch Du musst dein Leben ändern, auf Seite 429, das Wunderbare ist das Lächeln des Unmöglichen. So ließe sich mit Sloterdijk dann auch sagen, angelächelt vom Unmöglichen vollbringen die Menschen Wunderbares. Entlastet von der unmittelbaren Not sind moderne Subjekte frei für eine Wiederbelastung, die sie in jeder Hinsicht verbessert. Auch das Freundliche, das Sympathische, das Reisende, das lernende Leben will geübt sein. Zur Welt kommen, das heißt in der Übung bleiben. Damit wird der Alltag zum Zehnkampf, dahin feinfühliger, differenzierter. Sich steigerndes Eigenleben gewinnt einen größeren Resonanzraum für anderes Leben. Wer in sich vielfältig und intime Resonanzen spürt, ist fähig, Raum genug zu besitzen, um den anderen als anderen sein zu lassen. Letztlich führt die entlastete Subjektivität mit ihren selbstgewählten Wiederbelastungen und Übungsreihen zurück zur Welt. Reichbar geworden für das andere, was die Subjektivität auch wieder neu von den Gefahren, die in einer verdichteten Welt vorkommen. Paul Valéry schrieb nach dem Ersten Weltkrieg in seiner Schrift Die Krise des Geistes: Wir Zivilisationen, wir wissen nun, dass wir sterblich sind. Und nun sehen wir, der Abgrund der Geschichte ist groß genug für alle. Sloterdijk hat dieses Zitat öfters verwendet und erhält es für eines der ganz großen Epochenworte des 20. Jahrhunderts. Wenn das Wunderbare das Lächeln des Unmöglichen ist, so ist der Abgrund der Schatten dessen, das nicht kommen darf. Fast scheint es, als reißt die Zukunft wie ein riesiger Meteorit auf die Erde zu. Es ist diese Spannung zu den Krisen der Zeit, die die sphärische Existenz auch von außen unter Strom setzt. Die Globalisierung wird so anders als Koebonismus denkbar. Sloterdijk schreibt am Ende seines Buches Du musst dein Leben ändern: Die Geschichte des zu klein verstandenen eigenen und des zu schlecht behandelten Fremden erreicht ihr Ende in dem Moment, in dem eine globale Koimmunitätsstruktur unter respektvoller Einbeziehung der Einzelkulturen, der Partikularinteressen und der lokalen Solidaritäten entsteht. Diese Struktur würde in dem Moment planetarisches Format annehmen, in dem die von Netzwerken umspannte und von Schäumen überbaute Erde als das eigene
Da bist der dominierende ausbeuterische Exzess als das Fremde konzipiert werden. Dieser Wende würde das konkret Universelle operationell. Das hilflose Ganze verwandelt sich in eine protektionsfähige Einheit. An die Stelle einer Romantik der Brüderlichkeit tritt eine kooperative Logik. Menschheit wird ein politischer Begriff. Ihre Mitglieder sind keine Passagiere auf dem Narrenschiff des abstrakten Universalismus mehr, sondern Mitarbeiter an dem durchwegs konkreten und diskreten Projekt eines globalen Immundesigns. Wenngleich der Kommunismus von vornherein ein Konglomerat aus wenigen richtigen und vielen falschen Ideen war, sein vernünftiger Anteil, die Einsicht, dass gemeinsame Lebensinteressen höchster Stufe sich nur im eigenen Horizont universaler, kooperativer Askesen verwirklichen lassen, muss sich früher oder später von neuem geltend machen. Sie drängt dann auf eine Makrostruktur globaler Immunisierung, Co-Immunismus. Eine solche Struktur heißt Zivilisation. Ihre Ordensregeln sind jetzt oder nie zu verfassen. Sie werden die Anthropotechniken kodieren, die der Existenz im Kontext aller Kontexte gemäß sind. Unter ihnen leben zu wollen, würde den Entschluss bedeuten, in täglichen Übungen die guten Gewohnheiten gemeinsamen Überlebens anzunehmen. Meine Damen und Herren, das Denken Sloterdijks trägt dazu bei, ein Gefühl für die doppelte Spannung zu vermitteln, unter der sich Leben heutzutage in Übungen so weiterentwickelt, dass der Prozess einer möglichen Zivilisierung der Kulturen offen bleibt. In seinen Werken lächelt das Unmögliche, das darin besteht, dass nicht nur der Abgrund, sondern auch das Sein groß genug sein möge für uns alle.